Mein erster Auftritt, der war in Holland. Und zwar war ich da 2 Jahre alt. Und mein Vater war Kapellmeister und er wollte immer für seine Familie ein Beständiges haben. Und nebenher wollte er ein ungarisches Restaurant eröffnen. Und da kamen die ganzen Künstler, unter anderem auch Moissi. Moissi war ja ein sehr berühmter damals. Der hat in Salzburg den Jedermann gespielt. Der war aber Holländer und hat in Holland gelebt und dort natürlich auch den Jedermann aufgeführt. Und ich hatte noch 3 Geschwister, 2 Jungs und ein Mädchen. Und er hat oft bei uns gegessen. Und dann hat er meinen Vater gefragt, ob wir nicht mitmachen können im Jedermann. Und also mein Bruder, mein ältester Bruder und ich. Und mein Vater wollte erst nicht, aber dann hat er doch eingewilligt. Und das war also mein erster Bühnenauftritt mit 2 Jahren. Ich musste vorne an der Rampe stehen mit meiner Bühnenmutter und musste schrecklich frieren und Angst haben. Und ich hatte tatsächlich furchtbare Angst, weil es war ja alles dunkel und im Hintergrund hörte man dann immer Jedermann, Jedermann. Und mein Bruder, der hat einen Pagen gespielt, der den Jedermann reingeführt hat. Und wie ich den gesehen habe, dann habe ich gerufen, Tibi, Tibi, Tibi. Und das hat man aber unten nicht gehört. Und nächsten Tag war in der Zeitung ein Wunderkind, wie toll ich das gemacht habe, dass diese Angst, ich bin fast in die Mutter reingekrochen. Ich habe ihnen so leid getan, weil ich so gefroren habe. Also das war das Erste. An den ersten Kinobesuch, aber sicher kann ich mich erinnern, weil mein Vater war dann, wir sind dann nach Deutschland gekommen, nach Berlin, und mein Vater war bei der UFA. Und damals war ja noch Stummfilm. Und mein Vater leitete ein Orchester und hat zusammengestellt die Musik für die Stummfilme. Im Hintergrund ist ja heute noch Musik und damals war das eben live. Und damals gab es auch noch Bühnenshow, kamen Artisten von überall, von der ganzen Welt her und ein großes Orchester, was mein Vater leitete als Kapellmeister. Und ich war Tag und Nacht im Kino. Und dann bin ich auch selbst aufgetreten. Mein erster, nicht Stummfilm, sondern normaler Film war mit Al Jolson, Sonny Boy. Schlaf und träume süß, Sonny Boy. Das kann ich mich alles noch erinnern. Und dann bin ich auch, wie gesagt, in der Bühnenshow aufgetreten. Damals war ich 8 Jahre alt und ja, ich war dauernd im Kino. Und ich war eine große Kinogängerin.